Durch falsches Bremsen mit dem Motorrad können unnötige Stürze passieren. Wie man das Ganze vielleicht in Zukunft ein bisschen vermeiden kann, erfährst du in diesem Video. Also bleib dran. Ich habe schon mal ein umfassendes Video über das Thema Schreckbremsung gemacht. Das ging ziemlich durch die Decke, haben sehr viele Menschen, ich glaube 300.000 Menschen gesehen. Wenn du es nicht gesehen hast, kannst du später mal vorbeischauen. Ich verlinke es unten in der Beschreibung. Aber heute soll es mal nicht um das Thema gehen, um welches es in diesem Video gegangen ist. Da ging es eher so um das Bremse anlegen, wie verhalte ich mich, wenn ich mal zu schnell auf der Kurve zufahre, wie bediene ich dann die Bremse im Falle des Falles, was mache ich mit der Körperhaltung dazu und so weiter und so fort. Das Ganze lebt natürlich weiter und auch ich mache mir natürlich viele Gedanken, was ich noch mit euch kommunizieren kann und was ich weitergeben kann, um den Rennsport und den Motorrad-Motorsport so sicher wie möglich zu machen. Zu dem Thema Bremse anlegen und Bremse ziehen und auch mal in einer Schrecksituation zu bremsen, vorausgesetzt ohne ABS oder wenn es ABS nicht viel bringt, gehört auch unter anderem ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man total vernachlässigt und wo der eine oder andere jetzt gar nicht denkt, dass es das sein wird. Kannst mal gerne auf Pause drücken und unten in die Kommentare reinschreiben, was du denkst, was zum Thema Bremsen noch sehr wichtig ist. Und dabei meine ich nicht das Bremse anlegen und den Bremsdruck aufbauen, sondern noch ein kleines anderes wichtiges Detail, was da noch dazu kommt. Schreib es mal gerne in die Kommentare, wenn du auf Pause drückst und dann spul weiter und schau dir an, ob du eventuell richtig getippt hast. Was unter anderem beim Bremsen oder beziehungsweise zu diesem Bremsvorgang noch ein wichtiger Faktor ist, ist das Bremse loslassen. Jetzt wird der eine oder andere denken, Bremse loslassen, ist doch lächerlich, ist doch das Einfachste von dem Ganzen. Ja, im Großen und Ganzen ist es auch relativ einfach, die Bremse loszulassen, aber ein wichtiger Faktor spielt dabei eine sehr, sehr große Rolle. Und zwar kommt es darauf an, aus welchem Betriebsdruck, aus welchem Bremsdruck, dass ich die Bremse loslasse. Zu dem Bremsvorgang gehört nämlich nicht nur das Richtige in die Bremse reingreifen, das richtige Druck aufbauen, das starke Verzögern, sondern auch noch das Bremse loslassen. Und jetzt könnte man sagen, what? Und deswegen macht er jetzt so einen Hehl, der Meindl, wegen Bremse loslassen? Are you kidding me? Ja, es ist wirklich ein Problem. Man könnte das jetzt wirklich vernachlässigen und sagen, ja, Bremse loslassen, das ist doch das Einfachste. Ja, es ist auch theoretisch einfach, aber es birgt ein paar Gefahren, die der eine oder andere vielleicht nicht unbedingt weiß und in Zukunft vielleicht aber dann doch so ein bisschen mit sich rumträgt. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir greifen in die Bremse. Das Motorrad geht nach vorne, der Reifen drückt sich zusammen, das Motorrad federt vorne ein, das Motorrad federt hinten aus, dann kommt irgendwann die Kurve und dann lenke ich schon so ein bisschen auf der Bremse ein und dann kommt der Moment, wo ich natürlich irgendwann die Bremse loslassen muss, weil sonst mein Vorderrad sagt ciao. Und das will ich natürlich nicht. So, und dem einen oder anderen ist es aber auch schon passiert, dass er dann, wenn er die Bremse losgelassen hat, das Vorderrad eingeklappt ist. Und er dachte sich so, hä? Say what? What? Warum? Naja, das kann natürlich auch sein, weil zum Beispiel das Fahrwerk nicht so gut eingestellt ist oder vielleicht schon durch ist oder die Gabel keine Zugstufe mehr hat. Aber es kann auch trotzdem sein, dass man die Bremse zu schnell, zu stark loslassen hat. Und das ist natürlich abhängig davon, welchen Bremsdruck das ich fahre. Wenn ich jetzt von Haus aus nur 1 Bar bremse und dann von 1 Bar auf 0,5 Bar und auf 0 Bar einen schönen Abgang habe, dann wird das den Reifen nicht stark stören und deswegen werde ich auch nicht stürzen. Wenn ich aber stark bremse, weil ich vielleicht denke, zurückführen zum Beispiel auf mein Schreckbremsvideo, wo ich mir denke, das wird knapp, oh, ich will nicht gerade, ich muss in die Kurve schauen, hat mal jemand gesagt, okay, ich schaue in die Kurve, oh, okay, geht sich aus und dann lasse ich die Bremse aus und mache von 5 Bar oder 4 Bar Bremsdruck auf 0 innerhalb von einer halben Sekunde,
dann kannst du dir vorstellen, oder vielleicht kannst du dir jetzt vorstellen, dass das nicht okay ist und dass das auch nicht gut ist und dass das wahrscheinlich in blanker Blechverformung enden wird und das wollen wir durchaus verhindern. Was machen wir stattdessen? Wir müssen immer, auch in Schreckbremssituationen, versuchen, den Bremsdruck so smooth wie nur möglich abzubauen. Da spielt es vielleicht eine große Rolle, mit wie vielen Fingern das ich bremse. In der Fahrschule, glaube ich, wird dir gelernt, du musst mit 4 Finger bremsen. Ich bremse nie mit 4 Finger, ich bremse immer mit 2 und mit 1. Ich würde dir zwar auch nicht empfehlen, dich darüber hinauszulehnen, was dir dein damaliger Fahrlehrer gesagt hat, ich fahre auf der Rennstrecke, aber mir reichen 2 Finger, um maximalen Bremsdruck aufzubauen und 1 Finger nutze ich teilweise auch, wenn der Bremsdruck nicht so stark sein muss für die jeweilige Kurve, weil Fakt ist einer, ich habe mit 1 Finger halt einfach viel mehr Gefühl als mit 2 und mit 3 und mit 4 Finger. Also das ist mein Gefühl dafür und umso sanfter kann ich den Bremsdruck auslaufen lassen und zwar muss der eigentlich so sanft ausgelassen werden, damit ich eigentlich den Unterschied zwischen Verzögerung und Rollphase fast schon gar nicht mehr kennen. So sanft muss das sein. Und dann transferiert das Fahrwerk leichter oder langsamer von vorn nach hinten oder in die Neutralstellung zurück, wodurch wenig unnötige Bewegung im Fahrwerk und im Reifen stattfindet. Wenn du da detaillierteres Interesse hast, dann schau doch mal unten in der Beschreibung in meinem Mitgliedsbereich. Da habe ich jetzt erst vor kurzem ein Video genau über dieses Thema gemacht, wo wir auch noch anhand Daten von einem Data Recording mit Fahrwerkssensor darauf eingehen und genau sehen können, was mit der Gabel passiert, wenn man die Bremse zu schnell loslässt und was mit der Gabel passiert, wenn man die Bremse richtig loslässt. Nur mal so viel dazu. Wenn du aber bei dem Video bleibst, ist natürlich auch toll, freut mich trotz alledem. Und da ist auch wichtig, vielleicht kommt es auch ein bisschen darauf an, wo der Bremshebel sich befindet. Wenn du da hier deine 2 Finger hast und der Bremshebel mehr in die Richtung geht, hast du sehr viel Hebel, was zwar bedeutet, du kannst stärker bremsen im Falle des Falles. Die Frage ist, kannst du das hier nicht? Oder musst du unbedingt hier, damit du mehr Hebel hast und damit stärker bremsen kannst? Oder geht es auch hier, weil umso näher du der Umlenkung des Hebels kommst, desto sensibler kannst du bremsen. Und sensibel ist zum einen schon auch wichtig beim Bremseanlegen und beim Nachbremsen, aber auch viel, viel wichtiger beim Bremse loslassen. Und dabei spielt es eine große Rolle, wo deine Finger sich bewegen. Dann gibt es natürlich auch noch die ergonomischen Aspekte, wenn du jetzt auf dem Lenkerstummel deine Hände hast und der Unterschied zwischen Bremshebel hier oben oder hier unten, das sollte natürlich so schön wie möglich sein, vom Ellbogen bis zu den Fingern, dass das eine schöne Linie ergibt, damit man sich einfach wohlfühlt und nicht irgendwie mit den Fingern nach oben gehen muss, um die Bremse loszulassen. Dann passieren gern so Sachen, dass man das halt abrupt loslässt, weil das Handgelenk oder die Fingerergonomie nicht mehr hergibt. Also da kann man ein bisschen spielen. Und das größte Problem ist allerdings, dass man in der Regel nicht erkennt, dass man das Problem eigentlich hat. Und deswegen empfehle ich, wenn man jetzt kein teures Data Recording drin hat, einfach mal eine Kamera auf die Kanzel zu montieren mit einem Klebepad und die Kamera zu sichern und sich dann anzuschauen, wie smooth lasse ich denn die Bremse los. Und dazu kann man sich vielleicht sogar noch eine Kamera unten an die Gabel platzieren oder an der Verkleidung, die auf die Gabel filmt, dass man auch sieht, wenn die 2 Kameras dann synchronisiert sind. Geht im Übrigen ganz einfach mit 2-mal in die Hände klatschen, dann hat man den Ausschlag, dann kann man die Kameras schön synchronisieren und sieht dann, was passiert mit der Gabel, wenn denn die Bremse zu schnell losgelassen wird. Wenn du jetzt der Meinung bist, als weiterer Tipp jetzt, wenn du jetzt der Meinung bist, du lässt die Bremse schon super schön smooth los, hast aber trotzdem wenig Vertrauen zum Vorderrad oder du hast das Gefühl, dass die Vorderachse kommt zu schnell raus in dem Moment und das Vorderrad ist kurz lost, dann kannst du sowas auch mit ein bisschen mehr Zugstufe an der Vorderachse kompensieren, damit die Gabel eben langsamer ausfedert und nicht gar so schnell. Das ist aber mehr oder minder nur eine sekundäre Behandlung. Ich würde versuchen, das wirklich mit viel Smoothness in den Fingern und mit der richtigen Körperhaltung dazu zu organisieren. Weil wenn ich natürlich auch, kommt die Körperhaltung noch mit ins Spiel, schön schon in den Kurvenradius mich mit dem Körper bewege und sehr neutral im Moped sitze und wenig unnötige Bewegungen mache,
Ja, mit 70, 80, 90, 100 Kilo können unnötige Bewegungen, auch solch unnötige Bewegungen in die Bremse und in das Fahrwerk natürlich bringen. Das heißt, ich muss schon auch versuchen, mit dem Körper smooth zu bleiben und schön langsame, ruhige Bewegungen zu machen und nicht das Motorrad noch aus dem Gleichgewicht bringen. Das ist natürlich alles ganz viel und ich wurde dafür auch kritisiert für meine Anregungen, dass das natürlich im Falle des Falles, wenn man eine Schreckbremsung machen müsste, fast unmöglich ist umzusetzen. Ich denke allerdings, wenn man sich dessen bewusst ist und das auch in Nicht-Gefahrensituationen immer stetig übt und bewusst macht und sich einfach verbessern will, dass man dann auch in Gefahrensituationen used to it ist, sage ich jetzt mal. Weil ich habe die Gefahrenbremsung ja auch hin und wieder auf der Rennstrecke, wenn ich einfach mal zu spät auf der Bremse bin und mir denke so, wow, knappe Sache, ne? dann bin ich aber trotzdem falle ich in so einen Trance-Faktor rein, wo ich mich trotzdem entspanne und trotzdem langsame Bewegungen mache, auch wenn ich mir denke, so, oh, leck, das wird knapp, und versuche einfach so ruhig wie möglich die Bremse wieder zu lösen am tiefen Scheitelpunkt oder kurz vor dem tiefen Scheitelpunkt, den Körper dazu mit in Einklang zu bringen, langsame Bewegungen zu machen, um das Motorrad nicht zusätzlich noch zu transferieren und der Reifen nicht noch irgendwelche Druckspitzen kriegt. Und das ist halt, das kann man natürlich üben, für Runde auf einer Rennstrecke, Kurve für Kurve, natürlich auch auf der Landstraße, wenn man einfach viel darüber nachdenkt und bewusst alles macht. Also nicht nur bremst, weil da vorne ein 50er-Schild ist und ich jetzt 50 fahren will, sondern weil man bremst. Und man kann auch auf der Landstraße versuchen, in Kurven hinein zu bremsen und das so smooth wie möglich, ohne dabei irgendjemanden zu gefährden. Das kann ich mit einem 50er-Roller sogar machen oder mit einem Fahrzeug, das geht genauso. Ein vollbeladener Sprinter ist dafür immer ein schönes Beispiel, weil man natürlich will, dass da hinten nichts umfällt. Vielleicht ist ja man das nicht immer so perfekt festgespannt und dann versucht man immer so smooth wie möglich durch die Kreisverkehre zu fahren. Und da kann man sowas auch üben, weil wenn man da die Bremse abrupt loslässt, transferiert das Auto einfach mal von vorn nach hinten und es fängt alles an zu wackeln. Also da mal wirklich in Zukunft ein bisschen drauf aufpassen, nicht nur beim Bremse anlegen und Bremse nachziehen, sondern eben auch das Auslassen so ruhig und so smooth wie möglich versuchen zu machen und euer Vorderreifen wird es euch danken, der wird euch dadurch mehr Reserve, mehr Grip, mehr Leben schenken und somit kriegt ihr einen weiteren, größeren Sicherheitsbereich mit dem Motorrad und ich denke, wer das umsetzen kann, der ist jemanden, der das nicht kann, ganz, ganz viel voraus. Das soll es auch schon gewesen sein von mir. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen von diesem Video. Gebt auch gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, danke und ciao.